Grüßt euch ganz herzlich, meine lieben Freunde, zu einer weiteren 3.13 PTU-Folge. Ich befinde mich hier auf, gute Frage, wo bin ich eigentlich? Auf irgendeiner Refinery Station bin ich. Ich guck gleich mal. Was ich euch zeigen wollte, ich habe ganz schön fettige Haut, ne? Irgendwie. Ich höre, Mensch, Sidgu, du hast Mischhaut, trockene Stirn und fettige Lippen. Nee. Ach, keine Ahnung. Egal. Wir wollen uns heute mal um das Mining kümmern. Das hatte ich ja angekündigt. Wir wollen uns um die neuen Mining Huts kümmern. Wir wollen uns um die, um das Update des Mining Huts. Da soll es ja ein kleines Update gegeben haben. Dann wollen wir uns um die Subcomponents kümmern. Und dann haben sich hier und da noch ein paar Sachen geändert. Das Ganze mache ich mit der Prospector. Wir fliegen dann einfach mal hier los. Hier um die Refinery. Ich kann mir das nicht mehr angucken. Wir gehen mal weiter. Die ist zu fettig. Wir gehen aber mal runter, rufen uns mal die Prospector. Vorher werden wir die natürlich ausstatten. Aber vorher, bevor wir das überhaupt machen, müssen wir uns natürlich erstmal ein paar Sachen kaufen. So, wir kaufen uns jetzt die Subcomponents. Wir kaufen uns jetzt auch einen Helix-Laser. Denn der ist sehr, sehr gut. Den würde ich euch auch komplett empfehlen. Wenn ihr ins Mining-Geschäft einsteigen wollt, dann solltet ihr euch als erstes auf jeden Fall den Mining-Laser gönnen. Dazu fliegt er zu einer beliebigen Refinery Stations. Die haben die eigentlich fast alle. Ne? Und ansonsten fliegt ihr auf jeden Fall hierher. So, ich gucke erstmal, wo wir jetzt sind hier. Zack. Wir sind bei Crew L1. Sehr, sehr gut. Sind wir doch wirklich, ne? Ja, doch sind wir. Crew L1. Crew L1 ist ein sehr guter Spot, wo man sowas kaufen kann. Und auch Hör L1 ist eigentlich ziemlich gut dafür. So, das ist der Chat, den machen wir mal weg. Zack. So, und dann fahren wir erstmal runter zu den Refinery Stations. Nicht an jeder Refinery Station gibt es wirklich alles. Ja, ihr müsst dann so ein bisschen gucken, was ihr euch besorgen wollt, was ihr möchtet. Denn mit den neuen Subcomponents sind ja neben den Consumables neue Teile dazugekommen, die wir dann an unseren Mining Laser bauen können. Das sind Teile, die im Gegensatz zu den Consumables fix dran sind und sich auch nicht verbrauchen, aber in ihrem Ergebnis nicht so, ja, nicht so reinhauen. Da sind die Consumables sind da so ein bisschen krasser und ein bisschen stärker. Mit diesen Subcomponents können wir unseren Mining Laser ein bisschen optimieren. Ja, in eine oder die andere Richtung. Das zeige ich euch gleich noch. Leider geht es nicht, dass wir Subcomponents ranbauen können und auch noch Consumables, ne, da nochmal dran. Das geht leider nicht. Aber da müsst ihr dann letztendlich gucken, wie ihr euch da am besten ausstatten wollt. Es gibt auch die verschiedensten Subcomponents, die haben auch andere Wirkungen. Wenn ich da richtig informiert bin, ist es auch so, dass wenn ihr dreimal das gleiche Subcomponent-Teil daran baut, also die gleiche Subkomponente, dann habt ihr auch diese Wirkung mal drei, glaube ich. Ne, aber würde eigentlich Sinn machen. Aber das gucken wir uns halt jetzt an. Wir werden nicht alles testen, dafür ist die Zeit zu knapp hier im PTU. Aber wir werden auf jeden Fall so ein bisschen was testen. So zumindest, dass ihr dann im Endeffekt wisst, wo ihr hin müsst, was ihr machen müsst und wie ihr euch dann ausstatten müsst, wenn ihr wie was probieren wollt. Logisch. So, hier hängen auf jeden Fall die Laser dran. Das sind verschiedene. Das ist zum Beispiel der Impact 2. Das hier ist der Helix 1 Laser. Den holen wir uns. Das könnt ihr natürlich auch am Monitor machen, selbstverständlich. So, hier kostet ganz schön viele Schleifen. Ich hatte ja in dem davorigen Video, hatte ich ja schon erzählt, dass die Komponenten hier, auch die Mining Laser und auch die Subcomponents, die ihr weiter unten befindet, hier, die werden alle um das Doppelte teurer in der Alpha 3.13, wenn ihr meiner Seite, dann solltet ihr da auf jeden Fall noch zuschlagen in der 3.12.1. Unter so ein bisschen Vorbehalt, es kann natürlich auch sein, dass es dann verschwindet und weg ist, dann habt ihr halt das Geld nicht und auch den Helix-Laser nicht. Aber wie auch schon in der letzten Folge gesagt, so viel Piepen sind es jetzt auch nicht. Na, so ein Helix-Laser, den kann man sich dann schon mal leisten. So, die gibt es auf jeden Fall auch hier. Da müsst ihr gucken, dass ihr auch Size 1 nehmt, denn wenn ihr eine Prospector fliegt, dann passt dann nur Size 1 drauf. Dieser Helix-Laser wäre dann eher für die Mole. Und vielleicht gibt es später dann auch andere Größen, denn es gibt ja noch später andere und größere Mining-Schiffe.
Nicht so mit den Größen ist es bei den Mining-Modulen, bei den Subcomponents. Hier gibt es wirklich nur Size 1, obwohl es verschiedene Größen gibt. Beispiel zum Beispiel der FLT, das FLTR-Modul. Das gibt es als kleine Variante für 6000 Alpha UECs. Und das ist zum Beispiel so, wenn ihr euch das besorgt, dann habt ihr 10% weniger Inner Materials, die ihr einsaugt, wenn ihr den ranbaut. Und dafür aber minus 50% Extraction Mode oder Extraction Rate besser gesagt. Das ist, dass wenn ihr die Steine einsaugt, dann saugt ihr da nicht so schnell ein, glaube ich zumindest. Ne, das ist das Einzige, was Sinn machen würde. Ich habe überlegt, ob es vielleicht auch das ist, dass man nicht so viel einsaugt, aber ich sag mal, was da ist, ist da. Deswegen hat das wahrscheinlich, glaube ich, eher was mit der Geschwindigkeit zu tun. Sonst wäre 50% weniger Einsaugen auch wirklich echt viel. Ne? Genau, das gleiche Modul gibt es aber auch als teure Variante für L und das kostet dann 18.000. Das ist die mittlere Variante. Das Ganze gibt es dann nochmal größer in XL und das passt aber auch alles an euer Schiff. Ne, da gibt es keine Size, dieses wirklich alles Size 1. Hier zum Beispiel XL, ne, in dem das Modul auch Size 1. Da ist es einfach nur teurer und euer Wirkungsgrad ist halt höher. Es kann halt, ich sag das mal anders. Die ganzen Module, die jetzt neu sind, wir gehen die auch gleich nochmal durch, die haben Vor- und Nachteile. Ne? Wie der zum Beispiel, dieses FLTR-Modul, hatte ich ja gerade schon gesagt, gibt euch weniger Inert Materials, die ihr einsaugt. Dafür aber geht die Extraction Rate in Keller. Ne? Das ist das FLTR-Modul, für was das auch immer steht. Das steht für Filtering Low Transition Radiator Modul. Dafür steht das. Nee, keine Ahnung. Genau, und das Teil zum Beispiel in der L-Größe, das ist dann die Zwischengröße, das gibt euch dann im Gegensatz zu denen, wo das hier minus 10% Inert Materials ist, ist das dann minus 15%. Und das Größere, was es jetzt hier nicht zu kaufen gibt, das XL-Modul davon, würde euch dann minus 20% geben. Das heißt, wenn ihr dreimal das XL von dem hier anbauen würdet, hättet ihr insgesamt dann minus 60% weniger Inert Materials. Dafür aber auch minus 90% hier Extraction Rate. Ne, das ist, müsst ihr halt immer so ein bisschen gucken. Ne, das ist halt, steht übrigens auch immer hier. Ne, da Extraction Rate minus 50, ne, das ist der kleine. Und der große wäre dann minus 40% und Inner Materials minus 50. Ne, das ist halt, das kann aber wie gesagt alles noch angepasst werden. Ne, das ist alles jetzt noch PTU, wenn das live geht. Aber ich denke mal, so ungefähr wird das schon stimmen. Dann haben wir hier das nächste Subcomponent. Das hier ist übrigens ein Consumable. Ne, das seht ihr auch, dass hier viel mehr Sachen stehen. Ne, das ist halt was sich verbraucht. Aber hier der Fokus ist zum Beispiel ein anderes Subcomponent. Hier habt ihr zum Beispiel bei dem Zweiermodul, hier gibt es zum Beispiel das Einser gar nicht, habt ihr Resistenz minus 8. Und Instabilität plus 5. Was ist das? Resistenz ist praktisch, wie leicht bzw. schwer das Fracturen und das Chargen geht. Ne, das ist so wie langsam das geht. Ne, oder wie leicht. Ne, das ist so ein bisschen, ja. Ne, das hat nichts jetzt damit zu tun, wie der Balken hin und her wubbelt. Das ist die Instabilität, die gewinnt ihr. Ja, also es wird praktisch ein bisschen stabiler, das Ganze hiermit. Also die Instabilität. Nee, Quatsch, Blödsinn. Ich erzähle Quatsch, ich muss kurz gucken. Moment. Da ist nämlich alles nicht so einfach. Ne, das ist wirklich eine Philosophie für sich. Ich sag's euch, ihr müsst euch damit beschäftigen. Ihr könnt euch das jetzt auch nicht merken. Ja, am besten macht ihr euch eine Liste, schreibt euch das alles auf, schreibt auch daran, was das ist. Ne? Also nochmal, Resistenz. Und das nervt auch. Mann, bin noch nicht fertig. Lass mich da jetzt dran stehen. So, ich bewege mich doch. Ich mach doch was. So, Resistenz. Minus 8. So, was ist Resistenz? Was haben wir hier? Das Focus 2 Modul, das heißt, die Resistenz geht in Keller. Das ist aber gut, denn dadurch, dass die Resistenz in Keller geht, haben wir ein bisschen schnellere
Ja, der Fracture- und Sharding-Mode geht ein bisschen schneller, ein bisschen einfacher zu handeln. So. Und die Instabilität, die geht hier auf Plus. Und das ist schlecht, weil sie dadurch instabiler wird. Ne? So muss man das sehen. Genau, so ist das irgendwie. Das ist halt nicht unbedingt immer Plus ist gut und Minus ist schlecht, sondern ihr müsst wirklich gucken, was bewirkt. Ne? Das Ganze ist natürlich mit dem Dreier-Fokus noch extremer oder noch besser gesagt, je nachdem, was man möchte. Da ist die Resistenz minus 10, also dass der Stein leichter abgebaut werden kann, ist die Resistenz. Also ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr jetzt einen großen Stein habt, ja, den ihr mit dem Helixlaser sehr lange bearbeiten müsst, damit der Strich irgendwann nach oben geht, der Charging Level nach oben geht, ja, und auch das Aufbauen des grünen Bereichs, wenn ihr dann im Charging Bereich seid, dann geht das halt mit der Resistenz, wenn ihr hier weniger habt, schneller. Ne? Ihr könnt halt größere Steine letztendlich abbauen, so jetzt unterm Strich. Und die Instabilität, wie gesagt, das ist das, wie sehr der Charging-Bereich dann wackelt, ne, hin und her geht. So, das ist diese Instabilität. Und die ist halt hier mit plus 4 und das ist halt auch ist ein bisschen weniger. Ne? Also die größeren sind da dann halt schon besser. Ne, so. Und hier haben wir dann auch das normale Fokusmodul. Also hier haben wir sie alle drei. Die könnt ihr auch, wie gesagt, alle drei kaufen. Ne? Je nachdem, was ihr hier haben möchtet. Ich denke mal, irgendwann, wenn dieses Verkaufen mit ins Spiel kommt, dann werden auch Sachen wieder verkauft werden können. Dann werdet ihr zum Beispiel, wenn ihr euch erst das Fokusmodul hier leisten könnt, werdet ihr irgendwann sagen, okay, jetzt habe ich mehr Geld verdient, jetzt möchte ich mir das leisten und jetzt möchte ich mir das leisten. Und dann könnt ihr die alten Sachen wieder verkaufen, wahrscheinlich für die Hälfte oder so. Ne? Kann ich mir vorstellen. Ne, hier auch wieder Resistenz und Instabilität, das bleibt auch innerhalb des Fokus gleich. Dann haben wir hier wieder ein Consumable, das ist auch ein Consumable. Das hier ist wieder eine Subkomponente, ne, haben wir wieder zwei Sachen. Hier haben wir einmal Optimal Charging Window plus 10, das ist dieser grüne Bereich, den ihr seht, wenn der Level hochgeht. Dann ist da dieser grüne Bereich, wo sich praktisch dann das Grüne nach links aufbaut. Und das ist halt um 10% vergrößert. Wenn wir das Ding jetzt dreimal kaufen würden, wäre das um 30% vergrößert. So verstehe ich das zumindest. Die Resistenz geht allerdings nach oben. Das heißt, ihr braucht ein bisschen länger, bis ihr da seid. Ne? Der Helix ist da schon ganz gut, aber wenn ihr jetzt einen schwächeren, kleineren Laser habt, dann kann das sein, dass ihr mit dieser Resistenz schon die Steine, die ihr normalerweise abbauen könnt, nicht mehr abbauen könnt. Ne? So, an der Stelle. So, dann haben wir, das ist wieder ein Consumable, das ist ebenfalls ein Consumable, nee, das nicht, Turret 2, das sind wieder Subcomponents. Der Turret ist einmal für den Laserpower zuständig, der gibt euch ein bisschen mehr Laserpower, was wiederum gut ist. Wenn ihr da wiederum 3 von kauft, habt ihr dann hier an Stelle plus 3, habt ihr dann plus 9. Instabilität geht aber dann auch hoch. Das heißt, er wird instabiler, der Stein letztendlich. Es macht nicht bei jedem Sinn, dass ihr wirklich 3 von einer Sorte kauft. Manchmal ist es auch gut zu sagen, okay, von dem Turret, ich möchte zwar ein bisschen mehr Laserpower haben, dafür nehme ich mir jetzt zum Beispiel den Turret 2 oder den Turret 3, dann habe ich plus 4 Laserpower und die Instabilität, die baue ich mir mit einem anderen Subcomponent wieder ab, zum Beispiel. Ne? Was haben wir hier, was baut Instabilität ab? Der Vaux zum Beispiel, das ist der hier. Ne? Hier minus 6 Instabilität und Optimal Charging Window minus 8. Gut, da ist wieder kontraproduktiv. Ne? Da ist halt genau das Gegenteil der Fall, was wir hier vorhin hier oben hatten. Ne? Hier haben wir Laser Power, hier haben wir dann Charging Window und das ist das, was wir hier oben hatten, dieses Charging Window. Ich glaube, das war der hier. Ne, der war es nicht. Was ist der? Ne, das auch nicht. Der hier, Riga war es, ne? Genau, hier. Charging Window plus 10, der gibt dann wieder Minus und dann hat man, ne, so. Und das müsst ihr euch dann letztendlich irgendwie so zusammenbauen, dass ihr mit eurem Laser echt ein cooles Teil am Start habt. Ne? Ich glaube, es ist auch gar nicht wirklich günstig zu sagen, ich nehme jetzt einfach mal 3 von denen, weil das sind die besten. Das hat alles immer Vor- und Nachteile. Ne? Außer bei einem, und das ist der hier oben, finde ich zumindest, der hier, dass der gibt uns halt Inert Materials minus 15, ja, also wie viel weniger Inert Materials und Extraction Rate ist minus 40. Aber ja, wie gesagt, die Extraction Rate, also ich verstehe das so, dass das wirklich die Dauer des Extraktionsvorgangs ist. Ne? Aber
So genau. Schreibt mir in die Kommentare, wenn das wirklich der Fall ist, dass das nicht die Dauer ist, sondern dass das wirklich das, was wir letztendlich einsaugen, ist, dann haben wir da ja auch nicht viel gewonnen von. Ne? Ja, aber gut, so verstehe ich das. So, dann haben wir wie gesagt noch den Vaux, den hatten wir uns ja kurz angeguckt. Ne? Das ist hier Instabilität minus 6. Das ist gut, ja, weniger Instabilität und der optimalen Charging Window, also dieses grün, dieser grüne Bereich, wo ihr euren Charge drin halten müsst, der wird um 8% verkleinert. Ne? Ja, muss man gucken. Dann haben wir noch diese Module hier, das XTR. Das ist dann, glaube ich, auch das letzte in der Reihe. Natürlich auch wieder hier in allen drei Größen. Hier haben wir nur die beiden. Ne, es gibt, wie gesagt, nicht alles an allen Stationen. Es gibt aber hier jetzt zum Beispiel auch eine größere Variante noch. Ne? Das gibt es auf jeden Fall. Ich glaube zumindest, dass das ist, oder der Vaux C2 ist die mittlere, genau, der C3 wäre dann die größere Variante noch. So, hier haben wir wieder alle drei, das ist der XTR XL, das XL-Modul hier unten in dem Fall, das ist Extraction Rate plus 50. Das ist sehr, sehr gut, denn damit sind wir 50%, ich sag mal jetzt schneller, ne? Aber Laser Power ist dann minus 2. Ne? Da müsste man dann wieder mit dem anderen, wo vorhin Laser Power war, hier mit dem müsste man dann versuchen, dann irgendwie auszugleichen. So, ne? So mal ganz grob gemacht. Das ist, wie gesagt, wir sind jetzt im PTU. Ich rush da wirklich mal ganz schnell drüber, um euch das mal so ungefähr zu erklären. Ich werde da aber dann in der Live-Version nochmal so einen richtigen Guide von machen. Da werden wir alles ausprobieren, alle einzelnen nochmal erklären. Dann werde ich auch in die Beschreibung unten noch ein bisschen was reinschreiben. Das ist alles viel zu viel, aber da will ich erstmal jetzt sicher sein, dass das auch so bleibt, wie ich das hier jetzt mache und das ändert sich nochmal. Das wäre halt mega, mega schade. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen mal gleich übelst in die Vollen. Wir holen uns mal hier so ein paar von. So, zack, 5. Ne, wir nehmen jetzt nur die hohen, nur die großen mit. Ne, hier, da können wir nur das mittlere mitnehmen. So, zack, 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 zack. Confirm. So, dann haben wir hier noch den Torrent 3. Da nehmen wir auch mal ein paar mit. So, was ich jetzt ausrüste, dann letztendlich, weiß ich noch gar nicht. Ich nehme erstmal nur mit. Riga. Auch mal mit. Ein paar. Vielleicht machen wir das jetzt auch wirklich so, dass wir drei von den gleichen machen, einfach um wirklich mal das Ergebnis auch zu sehen. Hier nehmen wir uns auf jeden Fall den Fokus mit. Ja, aber es geht alles auch tierisch ins Geld. Ne? Ich meine, wir haben hier auf dem PTU wirklich richtig Geld. Ne? Hier 12 Millionen, das musst du erstmal ausgeben an Mining-Komponenten. Aber das ist natürlich im PU was ganz anderes. Da hat man ja nicht mal locker irgendwie so 15 Millionen. Ne? So, oder 12. Gut, dann haben wir hier eingekauft. Dann würde ich sagen, übrigens die ganzen Sachen, die könnt ihr hier vorne natürlich auch noch kaufen. Hier liegen die auch. Ne? Hier zum Beispiel liegt das L-Modul, das mittlere. Ne? Das ist das normale Modul. Ne? Hier liegen die beiden, aber das sind beides. Obwohl, hier, das ist das Zweier und das ist das Dreier. Ne? Wenn ihr euch die jetzt hier kaufen könnt, ihr die auch da schnell wegschnappen. Ne? Hier ist das normale Modul. Ja, die liegen hier auch in der Auslage. Gut, dann würde ich sagen, werde ich mir mal die Prospekter holen. Dann werden wir die uns gleich mal ausrüsten. Oder ich mache das mal gleich, bevor wir es vergessen. So, zack. Und dann werden wir uns hier einfach bei QL1 mal irgendeinen Stein suchen. Das muss jetzt nichts Dolles sein. Irgendwas halt. Alles klar. So, hier. Helixlaser, dann haben wir hier drei Slots, das ist gut. Und hier können wir jetzt komplett ausrüsten, was wir wollen. Wir stehen hier oben, unten steht auch nochmal, was das Ganze bewirkt. Jetzt haben wir hier das Turret-Modul, war Laser Power plus 2 und Instabilität auch plus 5. Das ist blöd, das wollen wir nicht. Instabilität, jetzt haben wir hier Vaux, Instabilität minus 10, das klingt gut. Das nehmen wir auf jeden Fall einmal mit. Würde ich sagen, und Optimal Charging Window ist minus 4. So, das ist nicht schlecht. So, er hat mir jetzt komplett schon hier einen Vorschlag gemacht. Dann haben wir hier Extraction Rate plus, was haben wir hier gehabt? Charging Window minus 4, genau. Das müssen wir nochmal irgendwie gegenwirken. Charging Window hier. Ne, das ist nochmal minus.
Laser Power hier plus 10. Nehmen wir auf jeden Fall den nochmal mit. So. Und dann würde ich sagen, nehmen wir hier nochmal so ein. Extraction Rate und Inner Materials. Dann saugen wir weniger Inner Materials ein. Obwohl das jetzt eigentlich egal ist, weil für die... Nee, das brauchen wir jetzt nicht machen. Da haben wir keinen... Da haben wir, glaube ich, keinen Vergleich. Wir machen nochmal hier... Machen nochmal plus... Plus, Charging Window. Und Resistenz, da müssen wir halt... Ja, müssen wir halt gucken, ob wir es dann noch schaffen. Na, aber wir sollten auf jeden Fall jetzt ein richtig schönes, großes Charging Window haben. Ne, hier, was war der hier nochmal? Das war Optimal Charging Window Minus. Warte mal, Instabilität. Ich glaube, ich nehme nochmal so ein bisschen Laser Power mit. Das ist doch nicht schlecht, glaube ich, oder? So, hier, Laser Power. Den nehmen wir nochmal mit. So, dann haben wir da aber. Ja, wie gesagt, da müsst ihr wirklich probieren, was ist die beste Ausstattung für euer Schiff. Ihr könnt halt auch Subcomponents. Zwei nehmen oder und ein Consumable zum Beispiel, so ein Stampede könnt ihr noch dran machen. Ne? Das ist alles wirklich komplett frei, wie ihr das möchtet. Und ich hoffe ja, dass das irgendwann mal so ist, dass man das nicht nur über das Mobi-Glas machen kann, sondern dass man das wirklich dann auch im Inventar hat, diese Subcomponents, und dass man die dann einfach auch im Schiff lagern kann und oder es dann auch direkt an den Mining-Laser flanschen kann. Das würde ich auf jeden Fall richtig cool finden. Dann könnte man einfach Sachen mitnehmen und wenn man dann alten Brocken findet, wo man sagt, die Einstellung ist jetzt nicht ganz so optimal mit diesen Subcomponents, mit diesen Consumables, ich schraube mir mal kurz was anderes ran. Dann nehme ich die aus dem Schrank, fliege vorne hin und baue die um. Das würde ich halt total cool finden. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das auf jeden Fall auch noch kommt. Ne, gerade mit dem Inventar, was dann kommt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man das wirklich nur machen kann, wenn das Schiff eingelagert ist. Und wird jetzt nur der Fall sein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Gut, Leute, ich würde sagen, ich mache hier mal einen kleinen Cut. Rufen wir die Prospekte und wir sehen uns gleich auf dem Landepad wieder, Freunde. So, Freunde, wir sind hier auf dem Landepad. Unser Prospektor steht bereit. Hier ist unser Helix-Laser dran und ihr seht, hier sind unsere Subcomponents jetzt vorne dran. Ne, da oben die beiden. So kann man die jetzt leider nicht mehr anwählen. Das wäre halt cool, ne, wenn man die jetzt so nehmen könnte und austauschen könnte, wäre das schon sehr, sehr cool. Da unten ist der andere. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los und suchen uns hier im Nebel von Cruel 1 einen kleinen Brocken. Jo. Ne, also das, was ich jetzt da vorne dran habe, das ist schon relativ High-End. Ne? Also wir haben einen Helix-Laser dran und wir haben die teuersten Subcomponents dran. Beziehungsweise das, was wir hier jetzt kriegen konnten. Ich glaube, die gelben waren jetzt die mittleren. Aber egal, trotzdem schon ziemlich gut. Ne, und ich würde sagen, wir düsen jetzt mal los und suchen uns mal hier einen schönen Stein. Ne? Also was heißt, wir suchen uns irgendeinen Stein. Ne? Der schön wird der nicht sein. Das würde mich wundern. So, da hinten fliegen wir mal hin. So, dann haben wir es auch zur Raffinerie nicht weit, denn da gibt es auch zum Schluss noch eine Neuigkeit, die ich euch zeigen möchte. Wie gesagt, das ist kein Guide. Ich weiß, dass... Es ist total überfordernd, wenn da einer durchgeht und sagt, das kann das und ich mache jetzt das und mache das. Ne, da kommt man überhaupt nicht mit, ne? Außer man hat jetzt einen Block und einen Stift dabei. Aber das machen wir alles in Ruhe nochmal, wenn die 3.13 dann live gegangen ist. Ne, das ist jetzt wirklich nur mal, um zu zeigen. Wer sich damit beschäftigen möchte, der macht das eh. Ne? Und für alle anderen, so, das ist doch bestimmt schon so ein Brocken, der da schwebt. Ich sehe das doch schon. Wusste ich doch. Da. Nee, warte mal, hier ist aber einer. Ja, fliegen wir mal zu dem hier. So, schauen wir mal, was das ist. Dann bauen wir den mal kurz ab. Gucken uns das neue Mining hat an. Zumindest schauen wir mal, ob wir irgendwas erkennen. So. Da ist noch einer jetzt.
Denn ich weiß auch nicht mehr ganz genau, wie das jetzt wirklich aussah in der 3.12.1 noch. Dafür meine ich viel zu wenig. Aber wir gucken uns einfach mal an, ob uns das gefällt. Was ist denn hier los? Ich sehe nur Quadrate. So, aber irgendwie ist das immer irgendwie alles woanders. Ist das hier einer vielleicht? Ich guck mal einfach. Vielleicht ist das ja einer. Ich fahre mal hier den Mining-Schnorchi aus. Ganz kurz gucken, wie das war. Irgendwo hatte ich mir das belegt. Ich glaube hier. Jawoll. Ja, ich glaube, es ist keiner, ne? Nee, das ist keiner. Ja, dann fahre ich wieder ein. Ja, das ist so ein Problem, das haben wir auch schon ziemlich lange, dass wir, wenn wir scannen, dass wir dann die Sachen, die dann nah sind, die schon mal erscannt wurden, dann irgendwie nie nochmal sehen. Ne, wir fliegen mal dahin. Vielleicht haben wir ja Glück. Ich weiß es nicht. So, da ist aber einer. Da muss einer sein. Oder da! Da mein! Sehr gut! Den schnappen wir uns. Ja, ja, ist ja gut. Was hat er denn? Rauscht. Da ist er. So, uns mal kurz auf die hellere Seite packen hier. So, jetzt schauen wir das ganze Ding mal an hier. So, er muss den jetzt nur noch erkennen, ne? Das wäre nicht schlecht. Aber er scannt den irgendwie nicht, ne? Er kann ihn nicht erscannen. Ja, vielleicht ist der Server auch schon wieder Fratze. Wenn das der Fall ist, dann machen wir noch einen kleinen Cut. Dann suche ich mir noch einen Stein. Achso, vielleicht bin ich auch im falschen Modus. Das kann auch sein. Mal kurz gucken, wie ich den umstelle. Irgendwie hatte ich mir mal einen Button belegt, den ich aber schon wieder vergessen habe. Welcher war es? War es der hier? Nein, der war es nicht. Aber es war... Welcher Button war es? Ich weiß es nicht. Der hier war es. Zeigt uns hier kein Charging Window, ne? Irgendwie. Nee, macht er nicht. Macht er nicht, macht er nicht. So gut, ich guck mir nochmal den anderen Stein an. Wir hatten ja gerade noch einen. Nein. Mann. Ja, ich meine da zu wenig. Das ist wirklich. Man verlernt das alles. Das ist ganz schlimm. So, dann mache ich hier noch was. Das finde ich auch ein bisschen schade, dass man im Scan-Modus nicht wirklich den Speedlimiter benutzen kann. Leider geht das auch immer noch nicht im Mining-Modus. Man kann zwar fliegen, man kann auch Gas geben, aber den Speedlimiter kann man leider nicht benutzen. Das ist echt ein bisschen doof. So, da haben wir was. Der wird uns angezeigt. Sehr, sehr, sehr gut. Dann Schnorchi raus. So,
Was ist jetzt neu? Also, wir fliegen jetzt mal ran und ihr seht, oben links steht jetzt sufficient. Ja, das heißt, ist nicht so geil. Ne, wir fliegen jetzt erstmal so ein bisschen ran und irgendwann schaltet das oben links, schaltet das auf optimal um. Da sehen wir auch die Current Range zum Beispiel. Wir sind jetzt 33 Meter weg. Laser Range ist von 0 bis 187,5. Ne, das sehen wir jetzt auch. Total geil. Und wir sehen jetzt, dass wir in einem optimalen, effizienten Bereich sind, diesen Stein abzulasern. Richtig cool. Ne, das ist doch schon mal eine geile Sache. Wenn ich jetzt den Speedlimiter ganz links bewege, seht ihr, da tut sich leider gar nichts. Ich kann zwar Gas geben, das wird auch angezeigt, das ist alles wunderbar. Wir können auch noch ein bisschen näher ranfliegen, kein Problem. Aber dass wir jetzt allein auch schon eine Distanzanzeige haben zu unserem Brocken, ist schon mal super geil, finde ich. Dann haben wir da unter unsere Subcomponents, ja, da ist der Torrent 3, das Torrent 3 Modul ist online. Dann sehen wir auch nochmal das, was er bewirkt. Ne? Instabilität plus 3 ist schlecht, darum ist es rot. Dann haben wir Laser Power plus 4, ist grün und somit auch gut. Und somit werden auch die Riga-Module beschrieben. Ne? Zweimal das Riga-C3-Modul, einmal optimales Charging-Window. Das seht ihr jetzt auf der linken Seite, diese grünen Bereich, das ist das Charging-Window. Wenn wir die Dinger jetzt ausstellen würden oder abnehmen würden, was leider nicht geht, zumindest ich probiere es mal. Aber ich glaube nicht, dass wir das wirklich jetzt hier im... Weil wäre ja auch unlogisch, ne, dass das dann vorne sich wechselt. Ich denke mal, das wäre dann eher der Fall, dass wir dann raussteigen und die Dinger dann umbauen. Aber das geht halt leider noch nicht. Ne, das ist ein bisschen doof. Ne. Mal kurz gucken hier. Misk Prospector, genau hier. Da geht nichts. Ne, das ist wirklich... Da müsst ihr damit leben. So, aber ist auch egal. So, was haben wir jetzt hier? Wir haben jetzt auf der rechten Seite, sehen wir haben Corundum, Raw, Gold Ore, Diamond Raw und Inert Materials. So, und den bauen wir jetzt ab, würde ich sagen. Ja. Dann hauen wir das Ding darauf, werden hier mal die Laser Intensity hochballern. Und die Subcomponents, die wirken jetzt halt einfach schon. Ne, das ist so, die sind jetzt halt einfach damit bei. Ne, wir sehen auch, wenn wir hier... wir sehen jetzt den optimalen Bereich, der ist jetzt grün. Und wenn ich jetzt den Laserstrahl anmache, sehen wir, wie die beiden Riga-Module das Optimal Charging Window um 20% vergrößern. Passt auf, ich mach's jetzt, rechts auf den grünen Bereich gucken und Power! Zack! Ne, habt ihr gesehen. So, und wir sehen auch, Resistenz ist 0,19, Instabilität ist 0,09, das ist alles sehr, sehr easy, ne? Also gar kein Problem. Masse 4631, schafft der Helix-Laser locker, also das ist jetzt keine wirkliche Herausforderung der Stein. Ne? Und mit so einem großen Charging-Window jetzt zum Beispiel, ja sowieso nicht. Ne? Also alles gut. Aber ich denke mal, ist klar, was ich meine, ne? Was diese Module machen. Da müsst ihr euch einfach den Besten dann raussuchen. Aber das ist jetzt wirklich überhaupt gar kein Problem. Da können wir ja hier... Da ist ja... Kann ich Fußball spielen nebenbei. Kaffee kochen. In der Prospekta. Ansonsten, das Mining hat gefällt mir wirklich jetzt schon sehr, sehr, sehr gut, dass wir die Geschwindigkeit sehen. Klar, ich möchte gern den Speedlimiter noch verstellen. Was ich halt verstellen kann, ist den Thruster-Output. Ja, da oben diesen Strich ganz links oben, ne, hier, wenn ihr seht. Das kann ich natürlich machen und den kann ich natürlich auch ganz klein stellen. Dann bewegt er sich auch nicht mehr so stark. Ne? Also da kann ich es auch ein bisschen steuern. Ja, so kann man den Speedlimiter halt so ein bisschen umgehen. Ne? Aber trotzdem wäre es halt ganz schön, wenn er noch gehen würde. Ne? So, jetzt haben wir die auseinandergebrochen. So, dann suchen wir uns den nächsten Stein. Das ist dann der hier. Das ist mit dem hier. Obwohl, der ist dahinter. Scannen wir erstmal den. Da ist jetzt ein Diamant drin. 3,72%. Das ist jetzt auch nicht toll. Inert Material ist natürlich extrem hoch. Ne? Wenn wir jetzt diesen anderen da drin hätten, dann würde er uns einfach weniger Inert Material dann reinsaugen. Vermute ich mal. Das müssen wir aber alles noch testen. Ne? So, Resistenz, Instabilität ist auch alles überhaupt gar kein Problem. Deswegen würde ich sagen, ballern wir hier mal hoch. Ihr seht auch wieder, der grüne Bereich ist riesengroß. Ne? Oh, seht ihr hier, ne? Haut du richtig. Richtig hoch. Aber alles gar kein Problem. So, fertig. Ne, übrigens, total cool, das habe ich neulich durch Zufall rausgefunden. Ich weiß aber nicht, ob das neu ist oder ob es das schon immer gab, aber wenn wir saugen jetzt den hier mal ein, ne, das ist natürlich ein Scheißbrocken, ne, gar keine Frage, würde ich nie mitnehmen. So, aber es geht ja jetzt erstmal ums Zeigen. Ich schalte jetzt mal um in den Extraction Mode
Und das Coole ist jetzt, wenn ich einmal ganz kurz den Extraction Mode drücke, bleibt der an. Und wenn ich nochmal drücke, bleibt der aus. Ich kann aber auch den Button, das sowohl die Maus als auch der Joystick-Button, auf dem ich das belegt habe, kann den aber auch gedrückt halten. Und wenn ich ihn wieder loslasse, dann geht er aus. Das heißt also, wenn ich ihn gedrückt halte, habe ich die Steuerung, wie lange der jetzt abbaut. Was ich auch ziemlich cool finde. Nur, das ist ein cooles Gefühl einfach. Ich drücke jetzt einfach mal dauerhaft. So, jetzt drücke ich die ganze Zeit den Button. So, und wenn ich jetzt loslasse, dann hört er wieder auf. Ne, finde ich total geil irgendwie. Aber wie gesagt, ihr könnt auch einmal drücken, dann macht das die ganze Zeit. Und wenn ihr dann nochmal drückt, dann macht er halt wieder aus. Ne, ist je nachdem, wie man's mag. So, hier. Auch ein bisschen Diamant. Ja, komm. Nimm mal mit, den Superbrocken. Ja, das ist natürlich, also da wäre ich noch nicht mal angehalten bei dem, normalerweise. Ne? Aber wir werden natürlich in der 3.12, wenn das Ding dann live geht, der ist super. Das ist der Beste hier. Dann werden wir natürlich mal eine richtig schöne Mining-Tour wieder machen. Ne? Richtig schön Musik einlegen und so weiter und so fort. Das wird auf jeden Fall eine richtig coole Sache. Ne? Ja, genau, dann schalten wir hier wieder um. Dann sehen wir wieder unseren Bereich. Wir starten unser Mining Laser, sehen auch wieder, dass die optimale Power, der optimale grüne Bereich größer wird. Wir sehen auch, dass die Instabilität plus 3 zunimmt, auf der rechten Seite gleich. Das wird dann wahrscheinlich in den roten Bereich gehen. Und die Resistenz wird wahrscheinlich sich auch ein bisschen verändern. Ne? Zack, hat sich so ein bisschen verändert. Instabilität ist größer geworden. Und der optimale Bereich ist riesengroß. Aber was interessiert uns die Instabilität und die Resistenz? Bei so einem grünen, großen Bereich. Völlig egal. Ja, deswegen. Also den finde ich super, den Riga. Und welchen ich auch super finde, ist der, der uns weniger Inert Materials reinsaugt. Aber der ist halt für so eine ganz kurze Mining-Runde jetzt mal völlig uninteressant. Der ist dann wirklich für die großen Runden richtig interessant. Und so sehen wir auch mal, wo das Ganze dann irgendwann hingeht. Ne, wenn Cloud Imperium Games mal das Ganze ausbaut, das kommt ja noch nicht mal, das kommt ja nicht nur fürs Mining. Und das ist noch nicht mal das Ende. Ne, da kommt noch viel mehr. Ne, und das gibt es später für das Salvaging, für Repair. Da gibt es überall solche Werkzeuge und Tools, die verschiedene Sachen machen können. Und ich sage es ja immer wieder, was ich total cool finde an Star Citizen, ist, dass du nicht einfach mal sagen kannst, ach, heute minere ich, morgen mache ich Repair, dann Salvaging ich mal. Das kann man zwar machen, aber ein wirklicher Experte wird man dadurch nicht. Im Gegensatz zu einem, der wirklich jeden Tag minert, sich total auskennt mit seiner Materie, der arbeitet irgendwann auch super effektiv. Ne, weil er genau weiß, was er einsetzen muss und wie und wo und was. Und das finde ich total geil an Star Citizen. Ich liebe das. Ne, dass man so wirklich so spezialisiert. So, Freunde. Ich würde sagen, das soll reichen, um zu zeigen, was wir zeigen wollten. Ne, total cool. So, ne, auch wieder hier scannt und das ist jetzt auch alles gut zu erkennen. Ja, gefällt mir wirklich gut. Sehr, sehr schön. Wir sehen auch auf der rechten Seite unsere Cargo Capacity. Ne, Inert Materials haben wir 15, 12 Standard Cargo Units, Corundum haben wir 8,01 und Diamant haben wir 1,61. So, und der Cargo-Bereich, der scheint schon relativ voll zu sein, wie ich das hier sehe. Ja, wir haben noch gar nicht viel eingesammelt. Ja gut, wir haben auch viel Schrott eingesammelt. Ne? Aber seht ihr da, 24 von 6. Egal, wir fliegen jetzt auf jeden Fall mal zurück. Das soll es auf jeden Fall an der Stelle gewesen sein. Und wir sehen uns dann gleich wieder in den Refinery Decks. Denn da gibt es auch noch was, was ich euch gerne zeigen möchte. So, Freunde, wir sind oben bei den Refining Processing Monitoren. Die hatte ich euch ja schon gezeigt mit diesem wunderschönen neuen Bildchen. Jetzt haben wir natürlich, ja, alles super. Jetzt haben wir natürlich eine Prospekta voll mit total wertvollem Zeug, was wir jetzt auf jeden Fall noch refinern wollen, um hier noch richtig was rauszuholen. Ne, wir haben jetzt natürlich auch Corundum, total gut, denn das ist ja gar nichts los. Und wir haben Diamanten, und die gibt es ja auch nicht wirklich. Ne? Aber ist egal, es geht jetzt wirklich nur ums Zeigen. Ihr wählt dann hier wieder die Prospekte aus, zack, zack, zack. Dann seht ihr hier die, den CSCU Refinable, also so viel sind Refinable hier. Ne, dann haben wir hier die Innards, das ist natürlich sehr, sehr viel, ne? Das hätten wir normalerweise gar nicht mitgenommen. Und das ist noch freier Speicher, den wir dann hätten noch ausfüllen können. So, dann gehen wir mal ran.
wir wollen hier auf jeden Fall, auch wenn jetzt hier Diamant nicht steht, bauen die das natürlich mit ab oder die refinern das besser gesagt. Hey, like again, I see. Ja, wie gesagt, es geht jetzt nur ums Zeigen. Ne? Und zwar müsst ihr das dann hier anwählen. Das ist natürlich auch das, wie es vorher schon war. Dann zeigt er euch hier oben die, das Refinede und das, was ihr praktisch innehabt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel einen ausmacht, so, dann ist das natürlich weniger, ne? Denn ihr wollt ja, ne, es ist natürlich getrennt hier an der Seite. Inert Materials, das haut er so in Müll. Das braucht er gar nicht. Und was jetzt neu ist, sind die Methoden. Zack. So, guckt euch das mal an. Das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Stück. Ne, ich weiß nicht, wie viele es vorher waren, aber 9 waren es auf gar keinen Fall. Und wir haben jetzt halt, wie gesagt, die verschiedensten Sachen, die ihr machen könnt. Ne? Zum Beispiel die Cormac-Methode. Ja, die Cormac-Methode, die ist von der Ausbeute halt sehr gering. Ne? Das sehen wir halt, wenn wir zum Beispiel auf die Quote gehen. Ja, wenn wir das mal machen, dann sehen wir, wir müssen halt mit der Cormac-Methode, übrigens können wir das hier auch umstellen noch, müssen wir 1628 Alpha-UECs bezahlen. Ne, um die anwenden zu können für das, was wir jetzt hier machen wollen. Und wir haben, der Job geht aber dafür super schnell. Also wir sind da wirklich in 18 Minuten sind wir damit fertig, sind wir damit durch. Und die Kosten sind so, ja, die sind so medium. Ne? Aber wir kriegen halt sehr, sehr wenig raus. Ne? Das ist die Cormac-Methode. So, die Pyrometrix Chromalysis-Methode. So, da müssen wir wieder auf Get Quote gehen. So, da haben wir noch viel mehr Kosten. Ja, die Kosten sind sehr, sehr hoch für diese Methode. Wir haben eine minimale Zeit, die wir darauf warten müssen. Aber wir haben einen sehr, sehr großen Outcome davon. Also wir bekommen sehr viel Zeug dafür. Ne? Also wir verdienen da so ein bisschen mehr für. Ne? Das ist halt so. Das muss man natürlich immer so ein bisschen mit den Kosten nebenrechnen. Das ist eine Methode, die kann man machen. Die ist so, ja, eigentlich nicht schlecht, aber jetzt nicht mein Favorit. Ne? Dann gehen wir mal weiter. Dann haben wir hier die Signed-Out-Methode. Die ist ganz schlecht. Ich kann nochmal rein. Ne? Ja, das ist immer so ein bisschen doof, dass der einen immer rausschmeißt. Da muss man mal alles normal machen. Ja, so. So, zack, zack. So. Dann sind wir bei der Gaskin, beim Gaskin-Prozess. Get Quote. Da zahlen wir auch sehr, sehr viel. Auch die Kosten hier sind sehr, sehr hoch. Dann haben wir aber den Ruckzuck fertig. Ja? Und was wir rauskriegen, ist so, naja, so im Mittelmaß. Ist ganz okay. Aber auch nicht meine präferierte Methode. Dann haben wir die XCR Reaction Methode. Oder XCR Reaction. Machen wir Get Quote. Ne, kommt, wie gesagt, auch immer darauf an, was ihr abbaut und wie viel. Und das lohnt sich hier natürlich mit dem Zeug gar nicht. Ne? Aber auch Kosten sind, naja, relativ hoch an dem Punkt. Die Zeit ist sehr, sehr niedrig. Und was ihr so rauskommt, ist auch so, naja, minimal. Ne? So. Dann haben wir die Ferron Exchange Methode. Ne, könnt ihr euch auch wirklich alles anzeigen lassen hier. Oh, nein, jetzt habe ich es bestätigt. Nein! Ja, vorhin habe ich einmal zu, da hat er irgendwie geleckt, ich habe nochmal gedrückt und dann hat er da gedingst. Ne? So, jetzt ist er da leider schon am Arbeiten. Wir können nichts mehr machen. So, egal. Wir haben uns jetzt auf jeden Fall für die Methode entschieden, ist auch völlig egal. Ne? Es gibt auf jeden Fall noch die Dynix Solvitation Methode, die würde ich euch auf jeden Fall ans Herz legen, wenn ihr Zeit habt. Da habt ihr wirklich sehr, sehr wenige Kosten. Die Zeit dauert ewig lang, also ihr könnt da einen Tag wirklich drauf warten, abends ins Bett und am nächsten Abend könnt ihr das dann abholen. Aber wie gesagt, ihr habt sehr wenig Kosten und einen sehr, sehr hohen Outcome vom Geld her. Ne? Also das ist wirklich die beste Methode, die kann ich euch nur empfehlen. Dann haben wir noch die Kasan Win-O-Wing Methode. Die ist von den Kosten auch relativ niedrig. Die Zeit ist so Mittelmaß. Und was ihr rausbekommt, ist allerdings sehr, sehr wenig. Ne, das ist leider dann der Nachteil. Dafür, wie gesagt, geht es von der Zeit. Naja, dafür zahlt ihr halt wenig dafür. Ne? Müsste halt. Es ist halt, wie gesagt, es gibt auch gar nicht so die Methode, die man sagt, das ist die beste und das ist die schlechteste. Es hat immer was damit zu tun, wie viel Geld ihr habt, was ihr vorhabt, wo ihr was verkauft. Ne? Das ist wirklich völlig, ja, völlig
davon abhängig. Ne? Und außerdem, abgesehen davon, ist es natürlich noch das Ende der Fahnenstange. Dann gab es noch die Thermonetic Deposition Methode. Diese Namen. Die ist auch sehr, sehr niedrig von den Kosten. Es dauert ewig, bis es fertig ist. Und der Outcome praktisch ist so im Mittelbereich. Ne? So, dann kommt wieder eine interessante Methode. Das ist die Farron Exchange Methode. Die hatten wir ja, glaube ich, schon gerade. Haben wir die angenommen? Ich weiß gar nicht. Hatten wir die gerade? Ich glaube ja, ne? Naja, ist auch egal. Die Farron Exchange Methode, die ist auf jeden Fall ziemlich gut. Die ist von den Kosten so medium. Job Duration ist, also die Dauer ist, ja, dauert nicht so lange, aber das, was ihr rausbekommt, ist halt sehr, sehr hoch. Das würde ich auch euch als zweites an die Hand geben, diese Farron Methode. Ne? So, aber wie gesagt, wir werden uns da noch ausgiebig mit beschäftigen. So, das ist jetzt erstmal nur zum Zeigen, es gibt jetzt neue Methoden und es gibt jetzt neue Subcomponents und so ein bisschen was im HUD hat sich geändert. So, was haben wir gelernt? Ja, wir haben gelernt, dass es einmal 6 neue Subcomponents gibt, neben den Consumables. Das eine Modul, was es in 3 Größen gibt, ist das FLTR-Modul, was uns verbessert, also oder was uns ermöglicht, weniger Inert Materials aufzunehmen. Dafür ist die Extraction Rate dann halt ein bisschen im Minusbereich von den Prozenten her. Dann haben wir das Fokus-Modul neu dazu bekommen, was es auch wieder in 3 verschiedenen Größen gibt. Da wird die Instabilität ein bisschen schlechter und die Resistenz wird so ein bisschen besser. Dann haben wir das Rieger-Modul, auch wiederum in 3 verschiedenen Größen. Da wird die Resistenz schlechter, dafür bekommen wir einen optimalen Charging-Window im Prozentbereich ein bisschen heran, also wird ein bisschen größer, das ist das, was wir ja gerade ausprobiert haben. Dann haben wir das Torrent-Modul, ebenfalls in 3 verschiedenen Größen. Hier wird die Instabilität etwas schlechter und die Laser-Power wird dadurch ein bisschen in die Höhe getrieben. Dann haben wir noch das XTR-Modul. Da wird die Extraction Rate besser und die Laser Power geht dafür ein bisschen in den Keller. Und dann haben wir noch das Vokes-Modul, ebenfalls in 3 verschiedenen Größen. Da wird die Instabilität ein bisschen besser, also es wird ein bisschen stabiler das Ganze. Aber dafür wird das optimal Charging Window da so ein bisschen abgebaut. Das, was ich mir jetzt an den Helix-Laser gebaut habe vorhin, würde ich wahrscheinlich so gar nicht machen, denn das Charging-Window ist mir schon viel zu groß. Ne, da würde ich mir dann lieber noch was anderes ranbauen, was vielleicht in einem anderen Bereich ein bisschen besser wirkt. Ne, vielleicht nimmt man dafür dann auch nochmal ein Consumable mit. Ne, das ist, wie gesagt, eine Sache, das muss man ausprobieren, das muss man für sich wirklich gucken, was da das Beste ist. Ne? Es kommt auch immer darauf an, was ihr abbauen wollt. Wollt ihr Quantanium abbauen, dann habt ihr da ganz andere Voraussetzungen, was die ganzen Felder angeht. Vielleicht machen da doch dann 2 Komponenten Sinn, die das Charging Window nach oben treiben, denn ich glaube, mich zu erinnern, dass bei Quantanium das sehr, sehr klein ist. All sowas. Ne? Das müsst ihr dann wirklich planen, eure Mining-Tour, und das finde ich super klasse, dass das so ist. Ne? Und das ist auch das, was ich vorhin meinte mit dieser Expertenlaufbahn, die man irgendwann dann einschlägt, dass wenn man dann ein Miner ist oder man weiß, da ist jemand, der ist Miner und man weiß, der ist verdammt gut in dem, was der tut. Und wenn ich jetzt mal einmal im Monat in meine Prospekta steige, dann kann ich nur verlieren. Ne? So in dem Sinne. Ne? Genau, dann haben wir gelernt, dass neue Verarbeitungsverfahren dazugekommen sind. Die konnte ich euch jetzt leider nicht alle zeigen, weil ich mit meinem Zeigefinger einmal zu schnell geklickt habe. Ne? Aber das werden wir alles noch machen und ich werde euch das dann, wenn wir in der 3.13 dann unsere Mining-Tour machen, werde ich euch dann auch noch eine kleine Liste mit in die Videobeschreibung packen. Da haben wir ja genug Platz. Ne? Das könnt ihr euch dann rauskopieren und euch dann da notieren. Ne? Wir werden das ganz entspannt machen, wie immer. Und da freue ich mich auch schon drauf. Ja, Freunde, das war's. Die neuen HUD-Improvements hier in der Prospekta finde ich auch super klasse, ne, dass man das sieht, dass man im optimalen Bereich ist, wie nah man dran ist und so, auch total cool. Das geht alles in eine sehr, sehr feine, richtige Richtung. Das sollte jetzt die letzte Folge hier im PTU gewesen sein. Wir warten jetzt mal, bis das ganze Ding dann live geht. Es ist ja mittlerweile für alle Bäcker offen. Und ich denke mal, so lange kann es jetzt eigentlich nicht mehr dauern. Es gibt noch ein paar Probleme, die müssen sie noch aus der Welt schaffen. Aber das sind, was sind Probleme? Also, Freunde, ich würde sagen, das soll es gewesen sein. Macht es gut. Bis dahin. Tschüss.